Venerabiles fratres, hic ab beati Petri sepulcrum, concilium ecumenicum Vaticanum secundum, solenniter initium capit. Ich bin in diesem Jahr des Beginns des Konzils 1962 auch im Juli zum Priester geweiht worden. Und es hat uns das Ganze vorher schon interessiert, ja, aber nicht in dem Maße, wie in dem Augenblick, wo man begriffen hat, dass man als Priester in dieser Kirche jetzt auf eine Kirche des Konzils, der Veränderung, möglicherweise auch der Gegenkräfte zugeht. Es war die ganze Gesellschaft, war ja irgendwie ein Aufbruch, nicht? Es war die, in der Nachkriegszeit hat man versucht, die Schäden zu beseitigen, nicht? Das war der Wiederaufbau, ein Wiederaufbau, der natürlich auch verbunden war mit manchen Verdrängungsgelüsten in Bezug, nicht, auf historische Hypotheken, nicht, aus der Zeit der Diktatur und des Krieges und so fort. Und dann kam eben das Bedürfnis, ja, es geht nicht nur um einen Wiederaufbau oder die Rekonstruktion, nicht, der Vorkriegszeit, es muss was Neues kommen, nicht. Aber es war alles im Gern und vor allen Dingen ist es darum gegangen zu sagen, ja, die Kirche braucht einen Anschluss an die Zeit. Und da war dann das Wort, der Begriff, nicht, des damaligen Papstes Johannes des 23., des, ja, glaube ich, selig gesprochenen, nicht wahr, kam das, also dann das Wort vom Aggiornamento, nicht, also das sich sozusagen die, ja, das auf die Höhe des Tages sozusagen zu bringen, nicht wahr, und auf die Höhe der Zeit zu bringen, auch die Kirche sich öffnen musste, das berühmte Fenstergleichnis, die geöffneten Fenster. Ich habe gerade meine Ordensausbildung beendet gehabt. Ich war 23 Jahre alt und war hier in Wermberg und habe meinen ersten Posten in Villach als Religionslehrerin angetreten. Ich war vorher Volksschullehrerin und musste dann in Villach in die Schule gehen, weil einfach zu wenig Religionslehrer damals waren. Ich wollte ja unbedingt nach Afrika kommen, aber das war deswegen nicht möglich. Ich war dann in der Schule und natürlich haben wir über die Schule die Vorbereitungen vom Konzil mitgekriegt. Wir hatten auch da im Haus eine, unsere Novizmeisterin hat es schon sehr gut verstanden und die Freude an dem, was in der Kirche passiert, wirklich wach zu halten. Die meisten damals kamen ja aus der katholischen Jugendbewegung, da war diese Freude sowieso da. Aber sie hat das auch sehr gefördert. Und deswegen war dann diese Eröffnung des Konzils auch da im Haus ein großes Fest. Da wurde ein Fernseher ausgeliehen, das war ja damals fast unvorstellbar, nicht? Und alle sind vor dem Fernseher geguckt und haben schon geschaut, wie die Prozessionen von Bischöfen da einziehen. Und das war schon toll. Man hat aber überhaupt nicht gewusst, wie das gehen wird, denn schon die Idee, dieses Konzil zu machen, kam so plötzlich durch den neuen Papst Johannes den 23., zum Schrecken aller, die also so Bewahrer waren, weil er schon gleich gesagt hat, Aggiornamento ist wichtig, das Angleichen, nicht das Anpassen an die Zeit, sondern das Reagieren auf die Veränderungen in der Zeit, das richtige Reagieren. Nicht? Und das war so seine Parole und damit hat man natürlich dann auch eine Hoffnung drin, dass man die ganzen Schwierigkeiten, die man gehabt hat, überwinden wird. Für mich war, glaube ich, schon das Faszinierendste, dass es möglich ist, dass in der Konzilsaula die Leute streiten. Das hat es ja vorher nicht gegeben. Einer hat geredet und alle haben genickt. Und jetzt gibt es Auseinandersetzungen. Wir haben mitgekriegt, dass die ersten Schemata, die vorbereitet waren von der Kurie, dass die von den Konzilsvätern vom Tisch gefegt worden sind, dass das alles neu überarbeitet werden musste. Dass Kardinal König und Kardinal Frings und Kardinal der Münchner geheißen, dass die also sehr, sehr stark daran gearbeitet haben, dass die Konzils, die vorbereiteten Papiere viel, viel stärker am Leben der Menschen sich orientiert hatten und nicht an irgendwelchen dogmatischen Themen aus dem Obergeschoss. Das war toll. Es ist so gewesen, dass zunächst einmal hat es geheißen, wie setzen wir das Konzil in unsere konkrete Situation um. Nicht? Weil man muss ja dann die grundsätzliche Richtung ins Alltagsgeschäft hineinbringen. Und da war es dann so, dass man gesagt hat,
machen wir Diözesans in Orden. Also das Allerwesentlichste ist das, was man mit einem Fremdwort Communio Ecclesiologie nennt. Das heißt also, die Kirche als Gemeinschaft von Papst, Bischöfen, Priestern und Ordensleuten und Laien. Alle gemeinsam tragen die Verantwortung für diese Kirche. Nicht das, was das Konzil jetzt beschlossen hat, ist so eigentlich zur Durchführung gekommen, sondern ein Gemenge an christlicher Kultur, an christlicher Tradition, aber natürlich auch Ideen des Prinzips Hoffnung. Lo spirito del concilio hat das geheißen. Die Hoffnung des Konzils war aber nicht das Konzil selber, sondern dieser Versuch, das Konzil in einem ganz bestimmten Umfeld zu realisieren. Im Grunde genommen will man ja eigentlich sozusagen nicht jetzt unbedingt das Konzil tiefer verstehen, sondern den Geist des Konzils, nicht wahr? Aber der Geist des Konzils, das ist dann oft etwas, was man selber dann sozusagen hineininterpretiert hat, nicht wahr? In die Konzilstexte, die dann im Grunde genommen, wenn man sie dann liest, unglaublich differenziert sind, nicht wahr? Vielleicht auch sogar ein bisschen langweiliger in mancher Hinsicht, nicht wahr? Weil sie gar nicht so viel Dramatisches Neues gebracht haben, nicht wahr? Ach, wie Sie, wenn man alt geworden ist, hat man natürlich den Vorteil, über manche dieser Entwicklungen zu schmunzeln, wenn es nicht um etwas unglaublich Wichtiges gehen würde, nämlich nicht wahr, wie unser, zum Jahr des Glaubens, nicht? Auch nicht nur unsere Diözesane, die Wiese hier in Kärnten ist, nicht wahr? Mit Christus, nicht wahr? Zu den Menschen gehen, nicht wahr? Und dadurch eben Christus den Menschen nahe zu bringen, nicht? Um das geht es ja.